So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich hatte ja per Moodle-Rundmail angekündigt, dass wir heute, vielleicht so ungefähr die erste Hälfte der Zeit, mal gucken, wie lange es dauert, noch die Vorlesung im Prinzip, also die Vorlesungsinhalte, das Durchgehen durch die Vorlesungsinhalte beenden werden mit dem letzten Abschnitt des Kapitels Algorithmische Konzepte und dass ich dann mehr einerseits noch über die Klausur sprechen werde und zum anderen vor allem, das wird dann sicherlich heute nicht mehr zu schaffen sein, sondern es wird mindestens den nächsten und damit vorletzten Termin ausmachen, dann noch auf einige spezielle Schwierigkeiten eingehen, die sich immer wieder bei den Theorietestaten gezeigt haben. Aber zunächst einmal machen wir jetzt das letzte Kapitel der Vorlesung zu Ende. Worum geht es bei der, beim Thema algorithmische Konzepte? Sie erinnern sich von den letzten Terminen, in denen wir diesen Foliensatz schon weitgehend besprochen haben. Nur noch dieser Punkt jetzt fehlt, spezielles Datenprofil ausnutzen. Es geht da nicht mehr darum, für ganz konkrete Problemstellungen, für einfache Problemstellungen, relativ einfache Problemstellungen wie Sortieren, kürzeste Pfade, minimale Spannbäume und was Sie da gesehen haben. Es geht nicht mehr darum, dafür jeweils einen spezifischen, schnellen, präzisen, perfekt funktionierenden Algorithmus zu bauen, sondern wenn wir diese relativ einfachen, grundlegenden Problemstellungen verlassen, die wir überwiegend in der AOD dieses Semester betrachtet haben und zu schwereren Problemstellungen kommen, dann wird man das nicht mehr haben können, sondern was sich im Laufe der Jahrzehnte herausgebildet hat, ist ein ganzer großer Fundus, ein Werkzeugkasten, wenn man so will, an Ideen, an Konzepten, eben algorithmische Konzepte, wie der Titel sagt, was man im Hinterkopf haben sollte, wenn man vor einer konkreten Problemstellung, was ist jetzt los, dass das schon wieder so rauscht, hat irgendjemand von Ihnen Störsender mit? Oder scheint ja irgendwie hier an dem zu liegen, an dem im Sendeteil, wenn ich das richtig sehe. Mal schauen. Gut, jedenfalls so, jetzt habe ich den Faden verloren. Also Dinge, einfach Ideen, die man im Hinterkopf haben sollte, die man so wie hier jetzt anhand von Fallbeispielen mal gesehen haben sollte, um zu verstehen, unter welchen Umständen welche Idee jetzt besonders gut funktionieren könnte und unter welchen Umständen, beziehungsweise was man dann tun müsste, um diese Idee für einen konkreten Anwendungsfall dann tatsächlich zu verwenden. Sie haben hier gesehen, ich habe aus weiterführender Veranstaltung Optimierungsalgorithmen nur ein paar, also langsam ist das mit dem, ich sehe nirgendwo ein, unmittelbar ein, aha, okay. So, die Zuhörer, die sich hinter das Video anhören, sind dann auch wieder aufgewacht. Also, es scheint doch eher am Empfangsteil gelegen zu haben. Ja, okay, ich rühre das erstmal nicht an, solange das Rauschen nicht wiederkommt. Na, das mit dem, solange das Rauschen nicht wiederkommt. Also daran allein scheint es doch nicht gelegen zu haben. Oder? Jetzt schon wieder besser? Na, mal gucken, wie das weitergeht. So. Die
Ich habe aus den Optimierungsalgorithmen aus dem Wintersemester weiterführende Veranstaltung die einfachsten, unmittelbar anschaulichen, aber dennoch durchschlagend wirksamen Konzepte hergenommen. Teilweise auch welche, die so einfach sind, dass ich sie gar nicht in der weiterführenden Veranstaltung betrachtet hatte, sondern sozusagen vorausgesetzt habe. Ja, es sind einfache Ideen, einfache Konzepte, aber man sollte trotzdem, wenn man vernünftig damit umgehen will, mal so wie hier anhand von Fallbeispielen gesehen haben, wie das funktioniert. Und einen weiteren wichtigen Punkt habe ich noch ausgelassen, nämlich wenn Sie einen konkreten Anwendungsfall haben, dass Sie irgendeine Problemstellung für einen Kunden aus der Praxis lösen sollen und dafür einen Algorithmus passen sollen, irgendetwas optimieren sollen beispielsweise oder siehe Stundenplanerstellung an der TU Darmstadt gar nicht unbedingt optimieren, sondern wenigstens irgendeine Lösung konstruieren, damit, weil das allein schon irgendeine Lösung zu finden schwer genug ist, dass man über Optimierung gar nicht erst großartig nachdenken braucht, dass man zufrieden sein kann, irgendwie eine Lösung zu haben. Dann ist es sehr, sehr wichtig, sich klarzumachen, dass dieser Anwendungsfall ein sehr eingeschränkter Fall der allgemeinen algorithmischen Problemstellung ist. Denken Sie ans TSP, an das Rundreiseproblem, das wir hier mehrfach als Beispiel hatten. Sie haben Punkte in der Ebene, muss nicht in der Ebene sein, kann auch beispielsweise auf einer Autokarosserie sein, Schweißpunkte, der Roboterarm anfahren soll und so, oder ähnliches. Und Sie wollen eine kürzeste Rundtour auf diesen Punkten konzentrieren, konstruieren. So, jetzt gibt es verschiedene Anwendungsfälle dafür. Sie können zum Beispiel einen Anwendungsfall aus der Geografie haben, dass diese Punkte tatsächlich Orte auf der Landkarte sind, die größten Städte von Deutschland oder irgendetwas. Sie können aber stattdessen beispielsweise auch auf einer Gitterfläche bestimmte Gitterpunkte anfahren müssen mit einem Roboterarm oder ähnliches. Und das sind völlig unterschiedliche Datenprofile. Und wenn wir NP-vollständige Probleme haben, wo wir also nicht hoffen können, eine allgemein gute Lösung, einen allgemein guten Algorithmus zu berechnen, dann macht es Sinn, sich das Datenprofil genauer anzuschauen und zu versuchen, einen Algorithmus zu bauen, der auf dieses Datenprofil hin zugeschnitten ist, der genauso wenig in der Lage ist, wie jeder andere Algorithmus, das Problem in voller Allgemeinheit befriedigend zu lösen, aber mit diesem Datenprofil, bei diesem Datenprofil doch speziell besser weiterkommt als, das heißt, die schweren Beispiele, die diesem Algorithmus Probleme bereiten, die sind in diesem Datenprofil dann eher nicht drin. Jetzt denken Sie wieder ans TSP. Auf der einen Seite Geografie, die größten Städte. Das ist ja keine zufällige Platzierung der Städte in einem Land, sondern diese Platzierung geht zum Beispiel entlang von Flüssen. Ja, Sie haben hier in der Rheinebene, haben Sie die großen Städte, Rhein-Main-Ebene, Frankfurt, Darmstadt, Heidelberg-Mannheim, weiter südlich nach Karlsruhe, nach Norden haben Sie dann irgendwann Bonn und Köln, Koblenz dazwischendurch noch. Ja, das ist kein Zufall. Diese Städte sind alle am Fluss Rhein entlang gebaut worden. Sie haben andere Situation, andere Gegenden, wie beispielsweise hier in der Nähe die Mittelgebirge, Odenwald und ähnliches, wo Sie keine großen Städte finden. Erst recht schauen Sie in die Alpen, wo die paar großen Städte dann wieder entlang von Flusstälern sind und so weiter. Und das gibt Ihnen natürlich gute Möglichkeiten, heuristisch besser vorzugehen, als wenn Sie diese Informationen nicht hätten. Ganz einfach, indem Sie beispielsweise, ganz primitiv, indem Sie bevorzugt Verbindungen innerhalb der Täler sich anschauen, also entlang der Flüsse. Ja, ganz einfache Idee,
hat schon durchschlagenden, verbessernden Effekt bei den ganzen Algorithmen, die wir betrachtet haben. Ja, denken Sie an die Heuristiken fürs TSP, die verschiedenen Sachen wie lokale Suche und ähnliches, die wir betrachtet haben. Es macht, oder Greedy-Algorithmus, da macht es durchaus Sinn, auch wenn eine Verbindung zum Beispiel zwischen Darmstadt und Heidelberg jetzt nicht die kürzeste ist, aber die vielleicht doch als erstes zu nehmen, bevor man irgendwelche anderen vermeintlich kürzeren Verbindungen sucht und ähnliches. Auf der anderen Seite, wenn Sie stattdessen Gitterpunkte anfahren wollen oder Karosserie, nehmen wir an, Sie wollen Schweißpunkte mit einem Roboterarm Schweißpunkte auf einer Karosserie abfahren, diese Schweißpunkte werden natürlich auch nicht irgendwie wild zufällig verstreut auf der Karosserie sein, sondern da sind Muster drin, wie diese Schweißpunkte auf der Karosserie angeordnet sind. Diese Muster können Sie ausnutzen, indem Sie beispielsweise, wenn Sie eine ganze Reihe von, ganz primitiv wieder, die erste Idee, wenn Sie eine Reihe von Schweißpunkten haben, dass Sie die alle nacheinander bevorzugt anfahren. So, ich habe, wenn es darum geht, spezielles Datenprofil auszunutzen, drei Punkte herausgegriffen, drei grundlegende Sachen. Und für das Thema Granularität möchte ich wieder auf einen alten Bekannten zurückgreifen, das Rucksackproblem. Sie erinnern sich, hier ist die Problemstellung nochmal gegeben. Also denken Sie wieder an das Beispiel, Möbel auswählen, in einen Möbelwagen zu packen, so dass die maximale Zuladung des Möbelwagens nicht überschritten ist und jedes Möbelstück, wenn Sie das mitnehmen, hat das für Sie einen Profit, weil Sie es irgendwo verkaufen wollen, weiß nicht. So dass wir also eine, als Eingaben haben eine maximale Zuladung, das ist diese obere Gewichtsschranke. Wir haben eine gewisse, natürlich endliche Zahl von Möbelstücken. Ich nehme an, dass Ihr Ausstand genauso wie meiner eine endliche Zahl von Möbelstücken hat. Und wir haben ein Gewicht, jedes Möbelstück hat ein Gewicht. Und ein Möbelstück mitzunehmen bringt uns einen gewissen Nutzen, ausgedrückt in diesem Profitwert für jedes einzelne Stück. Und was wir wollen, wir wollen klären als Optimierungsproblem, welche Möbelstücke, was für eine Auswahl von Möbelstücken sollten wir sinnvollerweise mitnehmen, sodass also natürlich, das ist die harte Nebenbedingung, ich gehe davon aus, dass Sie alle gesetzestreue Verkehrsteilnehmer sind, das heißt die maximale Zuladung nicht überschreiten wollen. Und natürlich, jedes einzelne Stück bringt Ihnen einen gewissen Nutzen. Was Sie maximieren wollen für sich, ist der Gesamtnutzen dieser Auswahl, die Sie getroffen haben. Ja? Jede Auswahl von Möbelstücken, die in den Möbelwagen reinpasst, bringt Ihnen einen spezifischen Nutzen, nämlich die Summe der Nutzen der einzelnen Stücke. Und unter allen diesen Auswahlen wollen Sie das die beste mit dem maximalen Nutzen. Wir haben schon festgestellt, wenn auch nicht in letzter Konsequenz mathematisch bewiesen, wir haben schon festgestellt, dass diese Problemstellung schwer ist. In dem Sinne der theoretischen Informatik, in dem Sinne, in dem schwer in der theoretischen Informatik verstanden wird, Fachbegriff NP-vollständig, das heißt, um das nochmal deutlich zu machen, was immer Sie sich ausdenken an einem Algorithmus, der dieses Problem löst, der Ihnen also die optimale Auswahl liefert für diese gegebenen Inputs da oben, was immer Sie sich ausdenken können an Algorithmen auf unseren heutzutage absehbar realisierbaren Maschinentypen, Computertypen, es werden immer Beispiele da sein, man wird immer Beispiele konstruieren können, Eingabebeispiele, die sehr klein sind, weiß nicht, 50 Möbelstücke vielleicht, 100 Möbelstücke, okay, für einen studentischen Hausstand ist das vielleicht schon sehr groß,
gehen wir also bei dieser in diesem konstruierten Anwendungsfall passt es vielleicht nicht ganz, aber Sie werden immer Beispiele von relativ kleiner Größe finden, sodass dieser Algorithmus einfach läuft und läuft und läuft und im Rahmen dieses Universums nicht mehr fertig wird. So, das ist die schlechte Nachricht bezüglich Rucksackproblem. Es gibt auch noch eine gute Nachricht unter dem Stichwort Granularität. Wir müssen da aber noch etwas zwischendurch klären. Das Ganze wird hinauslaufen auf ein Konzept, das ich Ihnen beim letzten Mal versucht habe nahezubringen, anhand von Beispielen, Fibonacci-Zahlen und Binomialkoeffizienten, nämlich das Konzept der dynamischen Programmierung. Dieses Konzept ist immer anwendbar, oder ich sollte nicht sagen immer, ist prinzipiell potenziell anwendbar, wenn Sie das Ergebnis durch eine Rekursionsgleichung beschreiben können. Ja, die Idee der dynamischen Programmierung war, diese Rekursion nicht, so wie sie dasteht, einfach in Java oder eine andere Programmiersprache zu übersetzen und dann laufen zu lassen, weil das keine gute Idee ist, weil die Anzahl der rekursiven Aufrufe exponentiell wächst mit der Größe des Problems und Sie wissen alle, was das bedeutet, habe ich oft genug versucht zu erklären, sondern dass man dann aus dieser Rekursion eine Iteration, eine Schleife bzw. zwei ineinander geschachtelte Schleifen bastelt. So, die beste Auswahl aus den Stücken, die wir nummerieren mit 1 bis n, mit dieser maximalen Zuladung g. Es gibt zwei Möglichkeiten. Hier durch diese beiden Fälle mit entweder und oder markiert. Die beste Auswahl, die wir aus den Stücken 1 bis n finden können, ist entweder hat sie das Stück mit der Nummer n, entweder enthält diese beste Auswahl aus 1 bis n auch das Stück mit der Nummer n oder eben nicht. Das hier, der erste Punkt, ist der Fall eben nicht. Wenn die beste Auswahl aus 1 bis n das Stück Nummer n nicht enthält, dann ist sie zugleich die beste Auswahl aus 1 bis n minus 1 bei der gleichen maximalen Zuladung. Ja, ich habe ja nur diese Auswahl nur aus den Elementen n 1 bis n minus 1 ausgewählt. Oder das Stück Nummer n ist doch drin in der besten Auswahl aus 1 bis n. In dem Fall ist also dieses Element mit der Nummer n ist enthalten. Und natürlich ist es im Allgemeinen nicht das einzige enthaltene Element, sondern aus 1 bis n minus 1 sind auch irgendwelche Elemente noch enthalten. In der besten Auswahl, ja, wir sind immer noch hier oben, die Beschreibung der besten Auswahl aus den Stücken, die wir haben, bei gegebener zulässigen Zulassung. Das ist das Element, der zweite Fall ist, dass das Element mit der Nummer n drin ist und aus den anderen Elementen 1 bis n minus 1 wissen wir, das ist nicht irgendeine Auswahl, die da drin sind. Das sind nicht irgendwelche Stücke 1 bis n minus 1, die zusammen mit n in der besten Auswahl für 1 bis n drin sind, sondern das ist natürlich die bestmögliche Auswahl für das entsprechend reduzierte Gesamtgewicht. Ja? Wenn ich weiß, in diesem Fall weiß ich, dass das Element Nummer n drin ist, das heißt, das Element Nummer n konsumiert so viel von dem Gesamtgewicht und für die restlichen 1 bis für die Auswahl aus den restlichen Elementen bleibt eben nur noch so viel Gesamtgewicht übrig. Das ist eine rekursive Beschreibung
einer optimalen Lösung, indem ich, und ich bin zu dieser rekursiven Beschreibung der optimalen Lösung gekommen, indem ich zwei Fälle unterschieden habe. Entweder ist das Element Nummer n nicht drin, das ist dieser Fall, oder das Element Nummer n ist drin und dann bleibt für den Rest der Auswahlen, die noch neben dem Element n drin sind, eben nur noch diese Restkapazität übrig. So, der Punkt ist jetzt wieder derselbe wie bei den anderen Beispielen für dynamische Programmierung, die wir beim letzten Mal betrachtet hatten. Bei insbesondere Binomialkoeffizient haben wir dabei etwas intensiver betrachtet. Diese ganzen Zwischenergebnisse, die wir haben, das geht natürlich rekursiv dann weiter. Ja? Die beste Auswahl aus 1 bis n minus 1 für Gesamtgewicht g ist dann wieder, kann man rekursiv genauso in zwei Fälle aufteilen, ist das Element Nummer n minus 1 drin oder nicht drin und dementsprechend gibt es wieder diese beiden Fälle und hier auch die beste Auswahl aus 1 bis n minus 1 für dieses Gesamtgewicht, auch da wieder die Fallunterscheidung und so weiter und so fort. Das heißt also, was haben wir denn hier für verschiedene Zwischenergebnisse, die wir berechnen wollten. Beim Beispiel Binomialkoeffizient war klar, was wir für Zwischenergebnisse hatten, die wir brauchen, um rekursiv das Endergebnis zu berechnen, nämlich die ganzen Binomialkoeffizienten mit kleinerem Zahl n oben und entsprechender Zahl k unten. Ja, beliebige, also wenn wir mit n über k starten, das wollen wir berechnen, dann entsprechend Binomialkoeffizienten für alles, was dann im Pascalschen Dreieck eben sozusagen darüber ist und was im Pascalschen Dreieck direkt oder indirekt das Ergebnis, das wir berechnen wollen, beeinflusst. Hier haben wir jetzt ein Zwischenergebnis potenziell für jedes mögliche Gesamtgewicht. Ja, das Gesamtgewicht ändert sich bei jedem Zwischenergebnis, ist jeweils spezifisch für das Zwischenergebnis und auch die Auswahl. Ja, wir starten mit einer Auswahl 1 bis n und wollen das berechnen durch Zwischenergebnisse, wo wir eine Auswahl 1 bis n minus 1 einmal mit maximaler Zuladung identisch geblieben oder mit anderer maximaler Zuladung, mit kleinerer maximaler Zuladung. Und genauso wie wir das bei Binomialkoeffizient gesehen haben, und das ist das Grundprinzip der dynamischen Programmierung, können wir das jetzt durch eine Matrix ausdrücken, wenn, jetzt kommt die Überschrift ins Spiel, Granularität. Sie können natürlich Ihre Möbelstücke, die Gewichte Ihrer Möbelstücke angeben und die maximale Zulassung auch angeben durch beliebige, rationale oder reelle Zahlen. So, zumindest in Gedanken können Sie das natürlich tun. Ja. Das Gewicht auf den Atombruchteil genau bestimmen und damit dann auf den Atombruchteil genau die Lösung bestimmen, ist natürlich Quatsch. Macht kein Mensch, geht auch gar nicht wirklich in der Praxis, sondern Sie werden natürlich eine Basisgröße hernehmen. Je nachdem, bei dem Thema Möbelwagen, Möbelzuladung, werden Sie als Basisgröße vielleicht 1 Kilo hernehmen, dass Sie jedes Möbelstück aufs Kilo genau berechnen. Oder Sie werden vielleicht, wenn das an Genauigkeit nicht ausreicht, wenn Sie vielleicht auch viele Stücke, kleine Stücke, leichte Stücke haben, die nur wenige Kilo schwer sind oder sogar weniger als 1 Kilo schwer sind,
dann werden Sie vielleicht Basisgröße 100 Gramm hernehmen. Oder wenn Sie wirklich einen Rucksack packen wollen, das hatten wir ja auch als illustratives Anwendungsbeispiel betrachtet, dann werden Sie vielleicht eben auch 100 Gramm als Basisgröße hernehmen oder sogar 50 Gramm, je nachdem und so weiter. Aber Sie werden eine Basisgröße hernehmen. Und alle Gewichte werden Sie ausdrücken als ganzzahlige Vielfache Ihrer Basisgröße. Ja, Sie werden vielleicht ein Möbelstück haben mit, wenn Sie Basisgröße 100 Gramm haben, dann werden Sie vielleicht ein Möbelstück haben mit 14,3 Kilo. Das ist dann das 143-fache Ihrer Basisgröße. Und in dem Moment, ja, bedenken Sie nochmal, dieses Problem ist NP-schwer. Was wir jetzt sehen werden, ist, in dem Moment, wenn Sie von einer Basisgröße ausgehen, was man in der Praxis sowieso machen würde, in dem Moment wird das Problem vergleichsweise effizient, vor allem auch polynomiell lösbar. Und die Idee dazu, vielleicht erst einmal nochmal versuchen, in einer Skizze darzulegen, diese Matrix, von der ich gesprochen habe. Die zeichne ich mal wieder so als Tabelle. Und ich trage hier oben ab 0 bis n. Das war die Anzahl der Stücke, die wir hier auswählen können. Und ich trage hier ab 0, 1, 2 und so weiter bis, vielleicht noch ein bisschen länger, bis g. Was ist hier? Warum ist die 0 nach da unten hingegangen? Also irgendwas stimmt mit der Kalibrierung nicht. Laufend ändert sich die Kalibrierung. Das hatte ich ja beim letzten Mal auch schon gehabt. So. Das kann ich machen. Ich kann alle Werte von 0 bis zur maximalen Zuladung abtragen, weil, wenn ich annehme, dass sie alle auf der ganzzahlige Vielfache von derselben Basisgröße sind. Ja? Also wenn ich als Basisgröße 100 Gramm habe und meine maximale Zuladung wäre eine Tonne, dann wäre dieser Wert g hier unten eben 10.000, das 10.000-fache meiner Basisgröße 100 Gramm. Und hier entsprechend wäre 0 mal 100 Gramm, 1 mal 100 Gramm und so weiter. Ja? Dank dieser Granularität, der Einführung einer Basisgröße, kann ich hier also eine solche Matrix aufstellen. Ja? Wenn ich die Gewichte in beliebigen und kann damit mit jetzt arbeiten. Wenn ich die Gewichte in beliebig reell oder rational definiert hätte, wäre das gar nicht möglich, hier so mit den ganzzahligen, mich hier auf diese ganzzahligen Werte beschränken. Denn jetzt kann ich hergehen und sagen, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, dass ich nach Möglichkeit die Terminologie gleich verwende. I und J ist das. So, jetzt kann ich nämlich schauen, ich kann hier irgendwo irgendein I anschauen und hier irgendein J. So. Und was will ich hier in dieser Matrix an dieser Stelle speichern? Was ich hier speichern will, ist der Wert der besten Auswahl aus 1 bis i. Hier steht eine 0, weil wir initial beginnen mit der leeren Auswahl, also von 1 bis 0, leere Auswahl. Hier soll jeweils stehen, das sage ich jetzt erst einmal so, das soll so sein. Wie wir das hinkriegen,
werden wir gleich sehen. Aber ich will, dass hier für dieses I, irgendein E und dieses J, der Wert der besten Auswahl drin steht, aus 1 bis I mit Gesamtgewicht, mit maximaler Zuladung J. Sodass ich also die Lösung dann hinterher ganz am Ende hier unten wiederfinde. So, das ist völlig analog zu dem, was ich beim letzten Mal zum Binomialkoeffizienten erzählt habe. Genau dieselbe Matrix mit anderen Beschriftungen, mit N und K, hatte ich dort aufgetragen. Hier ist dann die Lösung drin. Der Wert der besten Auswahl aus 1 bis N mit maximaler Zuladung, jetzt nicht irgendein J, sondern eben G. So, und wie berechne ich jetzt diesen Wert hier? Da nehme ich die Rekursionsgleichung von eben her. Gucken wir uns die nochmal an. Ich bin an zwei anderen Werten in der Matrix, ich bin an zwei anderen Werten in der Matrix interessiert, nämlich eins weiter nach links, eine Spalte weiter nach links, weil wir nur noch bis n minus 1 schauen, bei gleichem Gesamtgewicht, also dieselbe Zeile, beziehungsweise eine Spalte weiter nach links bei etwas reduziertem Gesamtgewicht. Das heißt also, ich bin einerseits um diesen Wert hier zu berechnen, so interessiert mich dieser Wert, der hier steht in der Matrix, und es interessiert mich in derselben Spalte, also hier haben wir die Spalte i minus 1, es interessiert mich noch ein zweiter Wert, der irgendwo weiter hier oben steht, und die Differenz hier ist das Gewicht von E. Um diesen Wert zu berechnen, gucke ich mir an, was steht. Dieser Wert hier ist die beste Auswahl, der Wert der besten Auswahl, der Profitwerte der besten Auswahl aus Elementen 1 bis I minus 1 mit derselben Zuladung J. Das ist also der erste Fall in der Rekursionsgleichung. Und dieser Wert hier ist die beste Auswahl aus 1 bis i minus 1 aus den Werten, mit dem entsprechenden Wert Zuladung, um den das Gewicht dieses Eaton-Elements reduziert. Wenn ich diese beiden Werte habe, den hier und den hier, dann kann ich gemäß Rekursionsgleichung diesen Wert hier sofort berechnen, auf die einfache Art und Weise, wie die Rekursionsgleichung formuliert war. Also rechentechnisch ist da gar nichts dahinter. So, wie berechne ich das? Ganz einfach, indem ich wieder genau dasselbe mache wie beim Binomialkoeffizienten, indem ich gucke, dass ich diese Werte alle zeilenweise von links nach rechts, spaltenweise von oben nach unten berechne. Also, wenn ich die Werte alle in zwei ineinander geschachtelten Vorschleifen alle so zeilenweise von links nach rechts berechne, ja, und hier hinkomme, diesen Wert zu berechnen, dann sind diese beiden Werte schon berechnet. Und wenn ich stattdessen genau so rum, andersrum vorgehe, spaltenweise von oben nach unten, ja, dann wird diese Spalte hier berechnet. Das heißt, wenn ich zu dieser Spalte komme und zu diesem Wert komme, sind diese Werte auch schon berechnet. Egal, wie rum ich die beiden Vorschleifen ineinander schachtle, es ist immer dasselbe. Ich kann mich darauf verlassen, dass diese beiden Werte vorab berechnet sind und hier drin stehen, und ich kann einfach hier darauf zugreifen. Und Sie sehen, was das für ein Aufwand ist, was das für ein Speicherplatzaufwand ist und genauso, was es dann entsprechend für einen Rechenaufwand ist.
ich habe hier an Elementen, an Werten in der Matrix, die ich zu speichern und zu berechnen habe, Anzahl der Stücke multipliziert mit dieser Größe bezogen auf die Basisgröße. Mein Beispiel wieder, wenn die maximale Zuladung eine Tonne ist und ihre Basisgröße ist 100 Gramm, dann hat diese Matrix 10.000 und eine Zeile hier oben. Damit das Ganze funktioniert, zeilenweise oder spaltenweise, muss ich natürlich jetzt hier die erste Zeile bzw. die erste Spalte initialisieren noch, von diesen Werten aus dann weiterrechnen. Ja, was ist der Wert einer optimalen Auswahl für beliebig viele Elemente, wenn die Zuladung 0 ist? Ja, ich kann nichts auswählen, das heißt, mein Profitwert bleibt 0. Wenn ich nichts auswählen kann, habe ich 0 Profit. Das heißt, ich kann hier überall an jeder Stelle in diese erste Zeile den Wert 0 packen. Genauso hier bei der ersten Spalte. Was ist der beste Profitwert, den ich kriegen kann für irgendeine maximale Zuladung, wenn ich gar kein Element auswählen darf? Also hier bei 1 darf ich nur das erste Element auswählen. Hier bei 2 darf ich aus den ersten beiden auswählen und so weiter. Hier darf ich aus einer leeren Menge auswählen bei 0. Naja, eine Auswahl aus einer leeren Menge ist immer leer. Das heißt, wir haben auch hier in der ersten Spalte nur Nullen. Und damit habe ich den Anfang gesetzt. Ja, egal, ob ich jetzt zeilenweise ab der ersten Zeile durchgehe oder spaltenweise ab der ersten Spalte, ich kann nach demselben Schema hier immer gucken, was geht und die Werte sind schon da. Hier muss man natürlich noch gucken, ja, wenn ich diesen Wert berechnen will hier, dann ist das Gn außerhalb. Das heißt, ich muss noch den Fall unterscheiden, dass dieses Gn außerhalb ist. Und da gibt es natürlich auch nichts. Ja, da setze ich dann vielleicht als Indikator, als Wert minus unendlich rein, um anzudeuten, das geht gar nicht. Nee, Entschuldigung, hier setze ich 0 rein. Falsch gesagt, hier setze ich 0 rein. Weil wenn das erste Element zu groß ist, um hier bei dieser maximalen Zuladung von 100 Gramm überhaupt reinzukommen, dann ist die beste Auswahl natürlich immer noch leer. Es gibt keine andere als die leere Auswahl und ich setze hier 0 rein. Und genau das macht dann auf der nächsten Folie genau demselben Pseudocode wie bei Binomialkoeffizienten. Sie haben diese Matrix hier und beachten Sie das gelbe Unterlegte, das ist das, was ich sagte, 0 bis G, 3 Ausrufezeichen, weil das nur geht. Wir können uns auf die Vielfachen unserer Basisgröße beschränken und haben damit Zeilen bzw. Spalten der Matrix von 0 bis G. Das können wir nur deshalb, weil wir eben diese Basisgröße, man kann es nochmal so rumformulieren, die Tatsache, dass das Problem NP vollständig ist, ist zunächst mal ein theoretisches Problem. In dem Moment, wenn wir von einer praktischen Situation ausgehen, in dem wir eine Basisgröße haben, ist das nicht mehr gegeben. Sie sehen auch, es macht Sinn, darüber nachzudenken, wie feingranular die Basisgröße sein muss. Ja? Sie können natürlich auch Ihren Möbelwagen packen und sämtliche Möbelstücke in das Gewicht ausdrücken in der Basisgröße 1 Milligramm. Bringt praktisch natürlich keinen ernstzunehmenden anderen Effekt. Sie werden de facto sicherlich nicht auf ein anderes Ergebnis kommen. Nur
wenn sie ihre Basisgröße 1 Milligramm ist und ihr gesamte maximale Zuladung ist eine Tonne. Ja, was haben wir denn da? Wie viele Zeilen haben wir dann in dieser Matrix von einer Tonne ausgedrückt in Milligramm? 1000 sind ein Gramm, 1000 sind ein Kilogramm, 1000 sind eine Tonne. Das heißt also, Sie hätten 1 Milliarde Zeilen, wenn Sie so genau rechnen wollen, in Milligramm. Ja? Das heißt, hier würden Sie eine pragmatische Abwägung zu treffen haben. Auf der einen Seite Laufzeit und Speicherplatz. Je genauer Sie rechnen wollen, umso mehr Laufzeit und Speicherplatz werden Sie benötigen. Und die Frage ist, es gibt sicherlich einen Punkt, ab dem man sagen würde, es lohnt sich nicht mehr, da genauer zu rechnen und entsprechend Laufzeit und Speicherplatz zusätzlich zu investieren. So, wie geht das jetzt weiter? Wir initialisieren die Zeile und die Spalte mit Nullwerten, so wie ich es eben an der Skizze dargestellt habe. Und dann gehen wir wieder durch die ganze Matrix durch, egal ob zeilenweise oder spaltenweise, Hauptsache die Zeilen von links nach rechts und die Spalten von oben nach unten. Dann wird das schon klappen. Wir fangen erst einmal an, dass wir diesen neu zu berechnenden Wert auf den Wert direkt links daneben in unserem Bild setzen. Und falls wir tatsächlich ein Gesamtgewicht, falls unsere bis momentan betrachtete maximale Zuladung J tatsächlich mindestens so groß ist, dass da noch Platz übrig bleibt, schauen wir uns an, ob wir nicht in dem anderen alternativen Fall der Rekursionsgleichung zu einem besseren Ergebnis kommen. Und dann, wie gesagt, und wie auch beim Binomialkoeffizienten, am Ende das, was unten rechts in der Matrix steht, das geben wir aus. Einen Punkt habe ich hier noch nicht gesagt. Der ist auch auf den Folien nicht erwähnt. Wie bekommen wir denn jetzt eigentlich die optimale Lösung? Jetzt wissen wir, am Ende steht hier der optimale Profitwert, aber wie sieht denn die Auswahl aus für diesen optimalen Profitwert? Das geht auch ganz einfach, nämlich, dass wir einfach immer mitprotokollieren, wenn wir so einen Wert berechnen, dann protokollieren wir immer mit, ob es dieser Fall war oder der andere Fall. Ja, also gehen wir nochmal zurück. Wenn wir diesen Wert hier berechnen, protokollieren wir hiermit als zusätzliches Attribut dieses Matrix-Eintrags, war es dieser Fall oder dieser Fall, für den wir uns entschieden haben, der den besseren Profit bringt. Und wenn es dieser Fall war, dann heißt das, dieses Stück ist nicht drin, und wenn es dieser Fall war, heißt es, dieses Stück ist drin. Dieses Stück meine ich, I ist drin. So, und dann können wir von rückwärts von hier ausgehen, können wir gucken, welcher der beiden Fälle der und der war das, der oder der, vielleicht war es der. Von da aus gucken wir uns auch wieder rückwärts, was hier das Attribut steht, war es der oder der, und so weiter und so fort gehen wir zurück. Schritt für Schritt, um dann so die Lösung zu konstruieren. Kommt Ihnen vielleicht bekannt vor? Wir haben genau dasselbe schon mal gemacht. Wir haben Werte berechnet, Zahlenwerte, und haben noch zusätzlich mitprotokolliert, über welchen Schritt wir zu diesem Punkt gekommen sind, was diesen Zahlenwert ergeben hat. Das war bei kürzesten Pfaden. Die Algorithmen für kürzeste Pfade berechnen zunächst mal Zahlenwerte, egal ob Dijkstra, Bellman-Ford oder Floyd-Warshall, nämlich die Distanzen der Knoten, wie weit die auseinander sind, das heißt die Länge eines kürzesten Pfades. Und um diesen kürzesten Pfad zu bekommen, protokollieren wir an jedem Knoten mit, über welche Kante, was war denn die letzte Kante dieses kürzesten Pfades, und so konnten wir rückwärts von einem Knoten zum anderen rückwärts bis zum Startknoten uns durchhangeln, um den kürzesten Pfad zu rekonstruieren. Das ist kein Zufall, denn, das können Sie sich gerne nochmal zu Hause überlegen, auch kürzeste Pfade
sind ein Beispiel für die Algorithmen, die wir da haben, sind mehr oder weniger stark, also insbesondere der Algorithmus von Bellman-Ford und der Algorithmus von Dijkstra, sind Beispiele für dynamische Programmierung. Beziehungsweise Floyd-Warshall auch in anderer Variante. Wir haben jedes Mal eine Rekursionsgleichung, ein kürzester Pfad, nehmen Sie Bellman-Ford her, ein kürzester Pfad mit K-Kanten ist entweder ein kürzester Pfad mit K-1-Kanten oder ein entsprechender Pfad mit K-Kanten. Das ist genau analoge Rekursionsgleichung und bei den anderen Algorithmen dasselbe. Können Sie als Verständnisübung gerne mal zu Hause sich überlegen und wenn Sie da nicht weiterkommen, können Sie natürlich gerne eine Frage dazu im Forum stellen. So. Damit sind wir mit dem Thema Granularität durch. Jetzt nur noch ein paar anschauliche Beispiele. Ein Beispiel für spezielle Strukturen sind, wir haben es ja oft mit Graphen, mit Netzwerken zu tun, ja, kürzeste Pfade, minimalspannende Bäume. Und diese Graphen, diese Netzwerke haben typischerweise noch eine innere Strukturierung. Denken Sie an Straßennetze. Da ist eine hierarchische Struktur drin. Sie haben an oberster Stelle die Autobahn, Sie haben dann als nächstes die Bundesstraßen, Landesstraßen, Kreisstraßen und dann irgendwelche Straßen. Ich weiß nicht, ob die noch eine Nebenstraßen oder was weiß ich. Ich weiß nicht, ob die noch irgendeinen besonderen Namen tragen. Oder Sie können auch diese Hierarchie weniger feingranular betrachten. Sie haben die Autobahn, Sie haben als nächstes die Durchgangsstraßen, also Bundesstraßen, Landesstraßen, Kreisstraßen und dann als nächstes Nebenstraßen. Ja, Sie haben diese Hierarchisierung drin, genauso bei Zugverbindungen. Sie haben die als höchste Hierarchiestufe in Deutschland die ICEs, als nächste Stufe die ICEs. Dann kann man sich noch überlegen, ob man zwischen irgendwie Interregios, Regionalexpressen, Regionalbahnen unterscheidet oder ob man die alle in eine Hierarchiestufe packt. Das kann man ja dann ausprobieren, wenn man einen Algorithmus hat, der diese Hierarchisierung ausnutzt. Und einmal die Hierarchisierung so und einmal die Hierarchisierung so und dann mal ausprobieren, wie gut die Ergebnisse sind, die der Algorithmus liefert. Und was sie typischer, was ist noch, achso, ich hatte noch vergessen, die letzte Hierarchiestufe für Zugverbindungen, das wären dann so Sachen wie S-Bahn, Straßenbahn und so weiter, sozusagen die unterste Stufe. Und wenn man diese Hierarchisierung so sieht, dann wird der Normalfall sein, oh, die gelbe Unterlegung ist da irgendwo mittendrin stehen geblieben. Dann wird der Normalfall sein, dass eine Verbindung bitonisch ist. Ja, wenn Sie von hier zu Frankfurt Hauptbahnhof oder irgendwas fahren, dann fahren Sie hier zuerst durch Nebenstraßen, dann fahren Sie durch Durchgangsstraßen, dann fahren Sie auf die Autobahn, nehme ich mal an, dass Sie auf die A5 dann fahren werden, dann fahren Sie wieder ab an einem der Frankfurter Kreuze, auf eine Durchgangsstraße und von da aus fahren Sie dann wieder in irgendwelchen, also vielleicht mehrere Durchgangsstraßen und dann wieder in Nebenstraßen hinein. Oder auch wenn Sie weiterfahren, wenn Sie mit dem Auto irgendwohin, was weiß ich, nach Norddeutschland fahren, dann werden Sie auch erst mal von zu Hause aus der Nebenstraße kommen, vielleicht durch mehrere Nebenstraßen hindurch, dann auf Durchgangsstraßen, dann auf die Autobahn und auf der anderen Seite wieder dasselbe zurück. Und genau dasselbe haben Sie natürlich auch bei Zügen. Sie steigen vielleicht erst einmal in eine S-Bahn ein, vielleicht auch nicht, vielleicht steigen Sie gleich in einen höherwertigen Zug ein. Also es können natürlich auch Hierarchiestufen selbstverständlich fehlen dabei, aber das Grundprinzip bitonisch zuerst in den Hierarchiestufen ansteigend, dann wieder absteigend, dieses Grundprinzip
wird in der Mehrzahl der Fälle eingehalten. Nicht immer. Also hier ein lokales Beispiel ist, es gibt auch Zugverbindungen zwischen Norddeutschland und Westdeutschland, also Rheinland und eben Süddeutschland, Entschuldigung, wo sie zuerst mit der Bahn fahren, IC, ICE, bis Darmstadt, von Süden her bis Darmstadt, dann mit dem Airliner fahren, mit dem Bus, der von Darmstadt Hauptbahnhof bis zum Flughafen fährt und dann Frankfurt Flughafen, ist ja auch ein Fernbahnhof, dann weiter mit einem Zug weiter ins Rheinland fahren. Ja, das ist ein Beispiel dafür, dass es nicht immer so bitonisch ist, dass sie zwischen zwei hochwertigen Verkehren einen entsprechend niedrigerwertigen Verkehr haben. Oder denken Sie beispielsweise an Umsteigen in Paris. Sie fahren mit einem TGV in einen der Kopfbahnhöfe von Paris und um dann irgendwohin weiterzufahren, also von Deutschland in den Süden beispielsweise, Süden von Frankreich, fahren Sie mit der Metro bis zu dem anderen Kopfbahnhof und fahren von da aus weiter. Ja, also es ist nicht immer so, dass das bitonisch ist, aber Sie sehen schon an diesen Beispielen, das sind schon identifizierbare Beispiele, wo man von diesem bitonischen abweichen muss, um die besten Verbindungen herzubekommen. Bei Autos, ich habe jetzt nur Beispiele für Zugverbindungen gebracht, bei Autos, wie ist das, wenn man mit dem Auto irgendwo hinfährt, macht es Sinn irgendwo von der, nicht an einem Autobahnkreuz, sondern direkt von einem Auto, von einer Autobahn abzufahren auf eine andere Straße und dann irgendwo anders wieder auf eine Autobahn raufzufahren? Hat jemand von Ihnen ein Beispiel parat? Mir fällt gerade nichts ein. Oh gut, innerhalb von einer Stadt macht es vielleicht Sinn, von einer Durchgangsstraße durch Nebenstraßen auf eine andere Durchgangsstraße zu kommen. Das wäre auch ein Beispiel. Der Punkt ist, wenn wir im Prinzip den Algorithmus auf dieser, wenn wir einen Suchalgorithmus bauen für beste Verbindungen oder beste Autostrecken, dann und das ausnutzen, dann können wir die Laufzeit drastisch verringern, weil wir beispielsweise, stellen Sie sich vor, Sie wollen von Darmstadt nach Hamburg fahren. Wenn Sie einen ganz normalen Suchalgorithmus wie Algorithmus von Dijkstra hernehmen, dann wird er bei jeder Autobahnausfahrt dazwischen, bei Frankfurt, Kassel, Göttingen, überall, wird er natürlich anfangen, von der Autobahnabfahrt aus dann weiter zu suchen, auf die Durchgangsstraßen, in die kleinen Nebenstraßen hinein. Allein schon in Frankfurt, ja, die Durchgangsstraße vom Frankfurter, nehme ich mal Westkreuz her, rein nach Frankfurt, ja, bevor die Suche in Hamburg angekommen ist, wird ganz Frankfurt durchsucht worden sein. Völlig nutzlos. Weil, wenn man sich das klar macht, was hier auf dieser Folie steht, ist klar, es wird keine Straße, keine Nebenstraße und keine Durchgangsstraße in Frankfurt-Main benutzt werden auf der Fahrt von Darmstadt nach Hamburg. Und wenn man das dem Algorithmus nicht sagt, dann wird er trotzdem Frankfurt, Hanau, das gesamte Rhein-Main-Gebiet wird er mit sämtlichen Nebenstraßen durchsuchen, bevor die Suche nach Hamburg gekommen ist. Eine riesige Verschwendung von Laufzeit, völlig unnötigerweise, die man vermeiden kann, wenn man das Datenprofil ausnutzt, in diesem Fall die hierarchische Strukturierung des Netzwerkes, damit verbunden die hierarchische Strukturierung, die bitonische Strukturierung von Verbindungsstrecken. Anderes Beispiel sind Netzwerke. Wir sind wieder im Verkehr. Also ich hatte es ja schon mal gesagt. Ich habe einige hier in dieser Vorlesung einige Beispiele aus meiner eigenen Praxis genommen und diese Verkehrsbeispiele sind aus einer
mehr als 20 Jahre bis jetzt dauernden Kooperation mit der Deutschen Bahn rund um das Thema Fahrplanauskunft, Qualitätssicherung von Fahrplanauskunft, neue innovative Ideen für zukünftige Fahrplanauskunft und so weiter. So dass es kein Wunder ist, dass ich oft auf Netzwerke zu sprechen komme in diesen Beispielen und auch auf konkrete Anwendungsfälle aus dem Bereich Verkehr, haben ja auch den Vorteil, dass sie schön anschaulich sind. So, fastplanare Netzwerke haben wir auch zum Beispiel im Bereich Verkehr, aber beispielsweise auch im Bereich Kommunikationsnetzwerke, Stromnetzwerk und so weiter. Was heißt fastplanar oder was heißt planar? Ein Stromnetzwerk oder Kommunikationsnetzwerk dürfte typischerweise planar sein. Das heißt, es laufen keine zwei Verbindungen aneinander vorbei. Keine zwei Kanten kreuzen sich, ohne dass da ein Knoten dazwischen ist. Das haben wir bei Netzwerken im Verkehr nicht. Sie haben Brücken oder Tunnel. Das heißt also, zwei Verbindungen können sich kreuzen per Brücke oder per Tunnel, ohne dass man von der einen Verbindung auf die andere abbiegen kann. Ja, gäbe es keine Brücken oder Tunnel, dann wäre ein Verkehrsnetzwerk planar. Bahnnetzwerk ist sogar noch stärker planar als Straßennetz, weil es nur einige wenige Hochgeschwindigkeitstrassen gibt, die tatsächlich per Brücke gekreuzt werden von anderen Bahntrassen. Während sie beim Straßennetzwerk natürlich schon eine ganze Menge Brücken und Tunnel haben. So, und wenn Sie Netzwerke in der Ebene haben, generell, dann haben Sie für die einzelnen Knotenpunkte Koordinaten. Und das können Sie ausnutzen auf vielfältige Formen, um schneller ans Ziel zu kommen, um die Suche schneller in die Richtung Ziel zu steuern und nach Möglichkeit Richtungen, Kanten, Knoten nicht betrachten zu müssen, die nutzlos sind. Ja, da muss ich jetzt nochmal auf eine dritte Lehrveranstaltung von mir im Wahlpflichtbereich zu sprechen kommen, nämlich effiziente Graphenalgorithmen, wo das am Anfang des Semesters solche Dinge systematisch betrachtet werden. Also, das ist jetzt das letzte Mal Werbung für meine Lehrveranstaltung im Wahlpflichtbereich. Optimierungsalgorithmen im Wintersemester schließt an dieses Thema algorithmische Konzepte an. Effiziente Graphenalgorithmen schließt an das Thema Graphenalgorithmen, Netzwerke in der AOD generell an und geht in derselben Art und Weise, wie Sie es in der AOD kennengelernt haben, weiter. Algorithmische, auch im Wintersemester, algorithmische Modellierung im Sommersemester hatten wir Beispiele gesehen. Da geht es darum, wie man herausfinden kann, zusammen mit einem Kunden etwa oder im stillen Kämmerlein, nachdem man mit dem Kunden geredet hat, wie man die Problemstellung, die man da vor sich hat, wirklich modellieren kann, damit man dann überhaupt Algorithmen bauen kann. So, hier möchte ich an dieser Stelle nur ein Beispiel hernehmen, was das bedeuten kann, Koordinaten auszunutzen. Ein sehr anschauliches Beispiel, und zwar ein sehr, sehr praxisnahes Beispiel. So hat das Fahrplanauskunftssystem der Deutschen Bahn in den 80er Jahren begonnen. Das war die erste algorithmische Idee des Fahrplanauskunftssystems Ende der 80er Jahre. Das ist inzwischen kein Betriebsgeheimnis mehr, kann ich also hier durchaus sagen. Natürlich ist das Fahrplanauskunftssystem heutzutage sehr viel raffinierter als damals. So, die Grundidee ist, Sie wollen von da nach da kommen. Wobei ich noch dazu sagen muss, damals war nur der Fernverkehr in der Daten drin. Es war nur ein Fahrplanauskunftssystem für den Fernverkehr. Und die Idee war einfach, eine Ellipse rumzulegen, um diese beiden Start und Ziel als Brennpunkte und nur solche Fahrverbindungen zu betrachten, die in dieser Ellipse drin sind. Ja, hier haben wir die Koordinaten ausgenutzt. Alle Bahnhöfe, deren Koordinaten in dieser Ellipse drin sind, werden betrachtet.
alle anderen Bahnhöfe nicht. Das ist, damit macht man offensichtlich einen Fehler. Das Beispiel ist gerade so konstruiert, um zu zeigen, dass man da einen Fehler macht. Denn um von hier nach hier zu kommen, muss man hier hinten rum über, was ist das? Ich kann es nicht lesen, über Bremen und über Hamburg fahren, die beide nicht in der Ellipse drin sind. In den meisten Fällen hat aber diese Ellipse wunderbar ausgereicht, um die besten Verbindungen zu berechnen. Aber weil dieses Prinzip nicht immer ganz ausreicht, ist man noch einen Weg weitergegangen und hat jedem Bahnhof einen Kilometerwert zugeordnet mit der Logik, wenn Start oder Ziel nur so weit entfernt sind, wie dieser Kilometerwert des Bahnhofs aussagt, dann nimmt man diesen Bahnhof noch in die Suche hinzu mit den Verbindungen dazwischen. Ja, natürlich wird Hamburg und Bremen einen recht hohen Kilometerwert haben, ausreichend hoch, dass höher als diese Distanz und entsprechend höher als diese Distanz, sodass dann diese Verbindung tatsächlich gefunden wird. Ein einfaches, aber schon damals durchschlagend wirksames Beispiel für die Ausnutzung der speziellen Struktur. Hier Ausnutzung der Koordinaten. Der Tatsache, dass wir Geografie haben als eine Basis und dementsprechend Koordinaten, mit denen man geometrisch rumhantieren kann. Noch ein letzter Punkt und dann können wir zum Thema Klausur kommen. Oft genug ist es so, dass das Ergebnis schon teilweise bekannt ist. Zum Beispiel beim Thema Stundenplanerstellung an der TU Darmstadt. Es ist ja nicht so, dass jedes Jahr der Stundenplan wieder von Grund auf neu erstellt wird, sondern es ist sogar sinnvoll, nicht nur aus Arbeitsersparnis, sondern auch aus anderen Gründen, dass man nach Möglichkeit immer dieselben Lehrveranstaltungen in dieselben Zeiten und Räume packt. Die AOD ist nicht nur in diesem Semester dienstags 15 Uhr und donnerstags 8 Uhr, sondern seitdem ich zurückdenken kann, war die AOD genau auf diesen beiden Terminen. Das heißt also, oft genug haben wir schon zum Großteil das Ergebnis und haben jetzt müssen dann den Algorithmus so schreiben, dass er diese Ergebnisse natürlich schon mit berücksichtigt. Dieser zweite Fall ist, hinter diesem zweiten Fall steht eine riesige Disziplin der Informatik, maschinelles Lernen, Machine Learning, womit sich mindestens drei Professoren des Fachbereichs Informatik, Fürnkranz, Peters und Roth, sehr intensiv befassen, also ein absolutes Megathema der Informatik, im sprachlichen Bereich auch noch Frau Gurewitsch, also sagen wir 3,5 Professoren beschäftigen sich sehr intensiv mit dem Thema maschinellen Lernen. Also beispielsweise im sprachlichen Bereich, Sie wollen Texte irgendwie analysieren mit dem Algorithmus, verstehen zum Beispiel, ob ein Text jetzt positiv oder negativ ist oder ähnliches. Und Sie haben eine Reihe von Trainingsdaten dazu. Ja, da Texte, von denen Sie wissen, ob die positiv oder negativ sind. Und das ganze Thema maschinelles Lernen dreht sich darum, dass Sie Beispiele hernehmen, von denen Sie die Lösung wissen, ja Texte, von denen Sie wissen, was das Analyseergebnis sein soll, und diese Texte, diese Beispiele nutzen, um den Algorithmus zu kalibrieren, um ihn zu justieren. Ja, die vielen kleinen Schräubchen, die vielen kleinen Parameter, die so ein Algorithmus im maschinellen Lernen hat, so zu wählen, dass diese Texte, von denen Sie die Ergebnisse, die rauskommen sollen, wissen, dass da nach Möglichkeit tatsächlich der Algorithmus diese Ergebnisse, die rauskommen sollen,
auch berechnet. So, damit bin ich mit diesem Thema, mit diesem Foliensatz und mit dem Stoff der Vorlesung, können wir, wenn Sie dazu keine Fragen mehr haben, können wir diesen Foliensatz schließen. Und ich komme zunächst einmal, passt das von der Größe her? Nee, ich muss ein bisschen kleiner das Ganze machen. So. Sie haben dieses Dokument, das Sie hier sehen. Das ist die reale Klausur. Die Klausur ist fertiggestellt. Und vorher habe ich das Dokument natürlich nicht rausgegeben. Das finden Sie in Moodle. Ich hatte auch angekündigt, dass Sie das in Moodle finden. Also hier ist nichts Fiktives dabei. Die Anzahl der Aufgaben und die Verteilung der Punkte sind die von der echten Klausur. Und natürlich lasse ich dann gewisse Lücken. Also ich gebe Ihnen natürlich nicht vorher die Aufgaben, sondern ich beschreibe die Aufgaben. Was ich also de facto beschreibe, sind die Kompetenzen, die Sie in den verschiedenen Aufgaben zeigen sollen. Ja, Sie schreiben bitte vorneweg Ihre Matrikelnummer hier hin und bitte nicht diese leidige Diskussion, die wir jedes Mal haben. Jedes Mal kommen Leute und wollen da unbedingt ihren Stempel, statt diese 7 Ziffern mal schnell mit dem Stift zu schreiben, unbedingt ihren Stempel, wo noch der Name draufsteht und Adresse und alles. Schreiben Sie bitte einfach diese 7 Ziffern hin und gut ist. Wir möchten keinerlei personenbezogene Daten von Ihnen auf dem Klausurblatt sehen. Wir wollen, dass die Klausurblätter maximal anonymisiert sind. Ich habe letztens gelernt, dass die Matrikelnummer tatsächlich keine bezogene Daten sind, sondern personenbeziehbare Daten. So ganz genau habe ich den Unterschied nicht verstanden, aber solange die Juristen verstehen, was der Unterschied ist, ist ja okay. Also, was Sie bekommen, ist ein Stapel Papiere, die oben links geheftet sind. Hier oben geheftet. Und was Sie jetzt sehen, wenn ich jetzt sozusagen weiterblättere, ist immer, wenn Sie aufschlagen, wie das dann aussehen wird. Ja, Sie sehen hier Aufgabe 1, nochmal die 10 Punkte und hier steht dann jeweils eine Aufgabe, wo Sie dann auch bei diesen ersten Aufgaben Ihre Ergebnisse auf der Seite in die vorgesehenen Felder eingeben. Wir werden nochmal, das wird, und dann sehen Sie hier noch weitere Seiten. Bei den 4 Nabla-Aufgaben am Anfang, die jeweils 10 Punkte bringen, das wird 1:1 praktisch ins sowas, na, nicht wirklich ein Screenshot sein, aber es wird wie ein Screenshot 1:1 vom Bildschirm hergenommen und als Aufgabe zusammen mit den Feldern, in die Sie Ihre Lösung eintragen, hier draufgelegt. Wobei ich dann noch als Zusatzinformation dazu schreibe, zur Erinnerung, die Zählung beginnt mit 0 oder die Zählung beginnt mit 1 oder so etwas. Ja, es gibt natürlich soll niemand Punktabzug kriegen, weil er jetzt nicht mehr im Kopf hat, weil er jetzt nicht im Kopf hat, ob die Zählung mit 0 oder mit 1 begonnen hat. Bitte? Okay, die Frage war, ob bei den Nabla-Aufgaben nur diejenigen in Frage kommen, die bei den Testatenvorgaben kamen. Antwort ist dezidiert nein. Sie finden in Moodle eine Liste aller Nabla-Themen. Das sind auch welche dabei, die nicht in den Testaten vorkamen, nicht allzu viele, aber es sind natürlich nur Aufgaben, die hier Algorithmen behandeln, beziehungsweise Zugriffsmethoden von Datenstrukturen, die hier in der Vorlesung vorkamen. Also Sie finden diese Liste nochmal explizit. Weitere Fragen an dieser Stelle? Gut, also Sie sehen hier,
Hier wird Aufgabe und Lösung bei den Nabla-Aufgaben stehen. Hier können Sie rumschweinzen, so viel Sie wollen. Das wird nicht gewertet. Sie können es also als Schmierseite, Schmierblatt sozusagen nehmen. Sie können auch während der Vorlesung noch Schmierblätter von uns bekommen, beziehungsweise wenn Sie für Ihre Lösung noch Blätter brauchen, können Sie die auch von uns während der Klausur bekommen. Die Blätter, die Sie für Lösung bekommen, die heften wir dann sofort bei Ihnen ans Klausurblatt ran. Andere Blätter, die Sie als Schmierblätter brauchen, die heften wir nicht ran, geben Sie auch nicht mit ab. Ich sollte noch dazu sagen, bei den Nabla-Aufgaben war im letzten Jahr, es gab jetzt inzwischen 3 Klausuren mit Nabla-Aufgaben. 2-mal AUD, Vorläufer GDI2, und einmal noch in einer anderen Lehrveranstaltung. Und jedes Mal war dasselbe Bild. Die weit überwiegende Mehrheit der Teilnehmer hat nahezu volle Punktzahl bei den Nabla-Aufgaben gehabt. So, Aufgabe 2 dasselbe, Aufgabe 3 dasselbe, Aufgabe 4 dasselbe, 4 verschiedene Nabla-Aufgaben. So, Aufgabe 5 ist jetzt was Neues. Aufgabe 5 ist eine Programmieraufgabe in Java. Und ich hatte auch noch vor ein paar Wochen angekündigt. Ich hatte in Moodle reingehängt eine Datei mit Übungsaufgaben zur Klausurvorbereitung. Da schauen wir jetzt vielleicht mal kurz hinein. Hier mit ein paar Informationen vorweg, dass es um Java geht und nichts anderes. Dass das, was Sie hier sehen, genau das ist, was in Programmierkompetenzen meines Erachtens in der AUD erworben werden sollte. Dieser Punkt hier, den sehen Sie ja gerade, dass eine erhebliche Anzahl von Punkten in Klausur durch Aufgaben, nämlich 30 Punkte von 100, durch solche Aufgaben zu erzielen sind. Und wichtig, wenn Sie diese Aufgaben einüben, wenn Sie mit diesem Übungsblatt arbeiten, dann arbeiten Sie nur mit Stift und Papier. Sie haben nichts anderes als Stift und Papier in der Klausur. Und ich persönlich bin der Meinung, dass man mehr Verständnis und mehr Kompetenzen gezeigt hat, wenn man in der Lage ist, Programmieraufgaben mit Stift und Papier zu lösen, als wenn man nur in der Lage ist, Programmieraufgaben mit einer Entwicklungsumgebung am Rechner zu lösen. So, Sie sehen ja, ich reite immer darauf rum, iterativ und rekursiv, das sind 2 verschiedene Kompetenzen, Denken in Schleifen, Denken in Abläufen, in immer wiederkehrenden Abläufen iterativ bzw. rekursiv, Denken in schrittweiser Aufteilung des Programms. Und mir sind schon viele Studierende begegnet, die zwar gut in der Lage sind, in Abläufen zu denken, aber große Probleme haben mit Rekursion bzw. umgekehrt. Und na gut, der umgekehrte Fall eher selten. Das sind 2 verschiedene Kompetenzen, beide sind zu üben, beide sind hinterher in der Klausur zu bewerten. 2 Grundkompetenzen, die in die AUD gehören. So, dann hier noch ein paar Vereinfachungen, dass Sie mit Public, Static, Throws und so weiter sich hier in der AUD nicht rumplagen müssen. Dafür gibt es genug andere Lehrveranstaltungen, wo Sie sich damit rumplagen müssen. Und dass die Einschränkungen, die die Programmiersprache Java leider bei Generics hat, dass Sie die auch nicht beachten müssen. Dass Sie da so tun können, als ob die Einschränkungen nicht gelten. Das ist hier in den Übungsaufgaben okay, das ist dann auch in der Klausur okay. Und gut, hier führe ich die entsprechenden Datenstrukturen ein. Das werden auch die Datenstrukturen sein, gegebenenfalls, die Sie in der
Klausur sehen. Also zum Beispiel, wenn es eine Aufgabe gibt mit linearen Listen, dann wird das die Datenstruktur sein, entweder als doppelt verkettete Liste mit einem Rückwärtsverweis oder eben als einfach verkettete Liste ohne einen Rückwärtsverweis. Und wenn es eine Aufgabenstellung gibt mit Bäumen, mit binären Bäumen, dann wird exakt das die Datenstruktur sein. Die wird nochmal natürlich draufstehen. Ja? Sie werden, falls es eine Aufgabe gibt, die mit binären Bäumen hantiert, dann wird diese Datenstruktur nochmal im Aufgabentext vorhanden sein. Also Sie müssen da nichts auswendig lernen, selbstverständlich. Aber hier haben Sie schon mal gesehen, Sie werden es dann sofort wiedererkennen, wie diese Datenstruktur aussieht und keine Zeit verschwenden, um erst einmal lesen zu müssen, worum es da eigentlich geht. Ja, es geht hier auch bei dem Übungsblatt darum, dass Sie keine Zeit unnötig verschwenden während der Klausur. Und das sind dann hier die Aufgaben. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Angelehnt an diese Aufgaben werden die beiden Aufgaben in der Klausur sein, die Sie da als Aufgabe 5 und Aufgabe 6 zu bearbeiten haben. Also hier Aufgabe 5. Diese Aufgabe wird mit Schleifen, also ohne Rekursion, zu lösen sein. Wenn Sie stattdessen Rekursion verwenden, dann werden Sie, egal wie gut Ihre Lösung ist, nur eine sehr kleine Punktzahl bekommen. Selbst bei perfekter Lösung werden Sie, wenn Sie dieser Vorgabe nicht folgen, weiß nicht, 4, 5 Punkte oder sowas maximal kriegen können. Also folgen Sie der Vorgabe. Hier haben Sie dann, sehen Sie, haben Sie Blätter zur Lösung. Vorschlag ist, nahelegen möchte ich Ihnen, dass Sie die Matrikelnummer immer raufschreiben, nur zu Ihrer Sicherheit. Wir hatten noch nie den Fall, dass ein Klausurblatt, dass da die Heftung sich gelöst hat und das Klausurblatt auseinandergefiddelt worden wäre. Aber es ist nie ganz auszuschließen, dass Ihr Klausurblatt auseinandergeht. Und daher ist es in Ihrem Interesse, dass auf jedem einzelnen Blatt in diesem gehefteten Papierstapel Ihre Matrikelnummer nochmal steht, damit die Zuordnung dann klappt. Ja, das heißt, hier haben Sie jetzt zwei leere Blätter weiter zu gehen, und auf der Vorderseite steht dann, dass Sie da Ihre Matrikelnummer angeben können und so weiter. Aufgabe 6 ist nochmal dasselbe. Rekursiv zu lösen, in diesem Fall also einmal iterativ, einmal rekursiv zu lösen. Da werden irgendwelche Arrays, Listen, Baumstrukturen, binäre Bäume, ternäre Bäume, Vielwegbäume, was auch immer vorkommen. Das verrate ich hier nicht. Und was die Aufgabe genau ist, was also die Methode, die Sie zu schreiben haben, mit dieser Datenstruktur machen soll, das verrate ich natürlich auch nicht. Aber ich denke, ich habe Ihnen, ohne etwas Wesentliches zu verraten, doch maximal mögliche Hilfestellung gegeben, um sich auf diese 30 Punkte, ja, wir reden von 30 Punkten, das ist nach gängigen Notenschemata ein gigantischer Notensprung. Also, dass Sie genug Hilfestellungen, um diese grundlegende Kompetenz Programmieren von algorithmischen Grundkonzepten in der Klausurvorbereitung erwerben und dann auch in der Klausur zeigen. Auch hier natürlich wieder beliebig, also eine gewisse Anzahl von freien Blättern. Also Sie sehen, ich gebe zu, eine gewisse Papierverschwendung ist in Ihrem Interesse hier dabei. Die meisten benutzen natürlich nicht alle freien Blattseiten. So, Aufgabe 7, das knüpft an die Theorietestate an, die Sie durchlitten haben und zu denen ich dann heute nicht mehr, aber beim nächsten Mal noch mehr sagen werde. Also speziell zu dieser Aufgabe 7 werde ich noch intensiv beim nächsten Mal zu sprechen kommen, werde ich aber noch mal eine Moodle-Mail rumschicken mit der Ankündigung.
Was wird Sie hier erwarten? Sie werden hier, also Sie werden hier leider doch eine ganze Menge zu lesen haben. Ist so. Die Aufgabenstellung wird sich über zwei Seiten erstrecken. Das hat aber auch was damit zu tun, dass ich Ihnen viele Hinweise gebe. Und Ihnen auch sage, auch dazu schreibe, Sie müssen sich um das und das nicht zu kümmern, Sie müssen nicht um das und das kümmern und auch nicht um das und das. Ja? Viel des Textes würden solche zusätzlichen Hinweise sein, die Ihnen dann am Ende das eigentliche Arbeiten wesentlich erleichtern, weil Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können und auch nicht nachfragen müssen, muss ich da jetzt Public hinschreiben, muss ich jetzt annehmen, dass dieser Parameter ungleich 0 ist darf ich das annehmen oder muss ich den Fall, dass der Parameter gleich 0 ist, abfangen oder solche Sachen. Das wird dann alles im Aufgabentext geklärt sein. Sie kriegen einen länglichen Java-Quellcode, bestehend aus mehreren Methoden, den Sie verstehen müssen und wo Sie dann aus Ihrem Verständnis heraus Fragen beantworten müssen. Fragen zur Korrektheit, zum Korrektheitsbeweis, Fragen, was die Methoden eigentlich genau liefern und warum sie das liefern, Stichwort Korrektheit, was die Variante ist, solche Fragen dieser Art und dann auch Fragen zur Komplexität der einzelnen Bestandteile. Jeweils mit hier, das ist der wichtige Punkt, Ihre Antworten sollen kurz und bündig, aber präzise und unmissverständlich sein. Da werde ich beim nächsten Mal, also wenn Sie die nächste Vorlesung verfolgen, entweder präsent hier oder mit der Vorlesungsaufzeichnung, dann sollte Ihnen, denke ich, deutlich klarer geworden sein, was hier damit gemeint ist, dass Ihre Antworten kurz und bündig, aber präzise und unmissverständlich sein sollen. Und wenn Ihnen das als Verständnis nicht ausreicht, dann lade ich Sie ein, wie üblich, vielleicht Ihre eigenen Basteleien anhand von selbst sich überlegten Beispielen oder von Beispielen aus der Vorlesung im Forum zu präsentieren und die Frage zu stellen, ist das so ausreichend kurz und bündig und ausreichend präzise und unmissverständlich oder was müsste da, wie sollte es vielleicht besser geschrieben werden? Das sind keine Geschmacksfragen. Natürlich gibt es einen gewissen Interpretationsspielraum, was jetzt solche schwammigen Begriffe wie kurz und bündig, aber präzise und missverständlich wirklich bedeuten. Aber ich denke, Sie werden alles an die Hand bekommen, um garantiert auf der sicheren Seite zu sein und nicht das zu tun, was wir oft in der Vergangenheit erlebt haben, was auch in anderen Lehrveranstaltungen so ist. Um auf der sicheren Seite zu sein, fangen viele Leute dann an, ganze Seiten voll zu schreiben, um nur ja nichts zu vergessen. Das wollen wir natürlich nicht. Erstens wollen wir nicht, dass Sie unnötig Zeit verschwenden mit Dingen, die wir gar nicht lesen wollen. Und wir wollen natürlich umgekehrt auch nicht seitenweise Antworten korrigieren müssen. Also es ist eine Win-Win-Situation, wenn Sie sich tatsächlich kurz und bündig ausdrücken, solange das präzise und unmissverständlich bleibt. Vor allem der wichtige Punkt dabei, bitte beantworten Sie nur die Fragen, die gestellt werden. Und nicht irgendwelche Fragen, die nicht gestellt worden sind. Ja, ich werde präzise Fragen stellen. Ja? Nennen Sie die Invariante von der und der Methode erläutern Sie den Induktionsschritt, beweisen Sie den Induktionsschritt oder solche Art dieser Form. Ja? Und dann ist wirklich nur gemeint, dass Sie genau diese Sachen schreiben und nicht das Ganze drumherum. So. Hier, das ist jetzt kurz und knapp,
Da werde ich drei Fragen stellen. Das sind keine zu beantwortenden Fragen, wo man nur ein Ja, Nein oder nur ein Wort hinschreibt, sondern natürlich schon etwas komplexere Fragen. Warum ist dieses oder jenes so? Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Bitte begründen Sie kurz und präzise, unmissverständlich, kurz und bündig, aber präzise und unmissverständlich und so weiter. Das sind Fragen aus dem ganzen Bereich der nicht der Vorlesung. Es geht nur um Vorlesungsstoff hier. Also das, was wir vor 20 Minuten beendet haben. Alles, was nicht in den bisherigen Aufgaben subsumiert worden ist. Also alle möglichen Sachen, die Sie gesehen haben, jetzt in den letzten beiden Folien setzen, Komplexität algorithmischer Probleme und algorithmische Konzepte, was Sie gesehen haben, wo ich zum Beispiel mal bei bestimmten Algorithmen wo es mal ein bisschen komplizierter wurde mit dem Korrektheitsbeweis oder mit der asymptotischen Komplexität, solche Dinge. Ja, ich habe natürlich diese Dinge nicht, also ich mache nichts in der Vorlesung hier, was unwichtig ist. Die Dinge, die über die vorhergehenden Aufgaben hinausgehen, also die Dinge, die nicht in Aufgaben 1 bis 7 abgedeckt sind, die sind sicherlich unwichtig für jemanden, der bestehen will mit 4 oder 3 oder so etwas und keinen weiteren Ehrgeiz hat. Aber für jemanden, der mehr Ehrgeiz in seinem Studium hat, der gerne hier 2, 1 in diesen Bereich hineinkommen will, für die Leute habe ich das alles hier in der Vorlesung nochmal und jetzt auch in der Prüfung, in der Klausur besonders gemacht, die mit den Aufgaben 1 bis 7 nicht abgedeckt sind. 1 bis 7 sind die Kernkompetenzen und wer das ordentlich hinkriegt mit ein paar kleinen Flüchtigkeitsfehlern vielleicht hier und da, vielleicht an irgendwelchen Stellen auch mal was falsch verstanden, sodass die Ergebnisse nicht ganz richtig sind, sollte man trotzdem bestehen können mit einer, ja, nennen wir es eine solide Note. Wer aber mehr erreichen will, der sollte sich nochmal alles Mögliche in der Vorlesung anschauen, was über diese ersten 7 Aufgaben hinausgeht. Ich denke, das ist ein fairer Deal. Zumal ich ein sehr langsamer Dozent bin. Ja, also ich kenne viele Dozenten an anderen Universitäten, die Algorithmen und oder auch an Fachhochschulen, die Algorithmen und Datenstrukturen lehren und die locker mal doppelt so viel Stoff in diese 4 Semesterwochenstunden reingepackt hätten. Also nur mal so zum Vergleich, wie grausam umfangreich der Stoff der AOD bei mir ist. Gut, gibt es ganz spontan, damit bin ich eigentlich gut zum Ende gekommen dieses Punktes. Wie gesagt, beim nächsten Mal werde ich insbesondere auf die Aufgabe 7 nochmal intensiv zu sprechen kommen. Auch die Aufgabe 7 hat 15 Punkte. Die zu machen oder nicht zu machen, ist immer noch ein gewaltiger Notensprung. Schon ein ordentlicher Notensprung, den man damit kriegen kann oder nicht kriegen kann. Beachten Sie bitte, dass 4 nicht gewinnt. Das hatte ich am Anfang im ersten Termin bei der Besprechung der Organisation schon mal gesagt. 4 gewinnt nicht. Die Erfahrung sagt, wenn Sie sicher eine 4 haben wollen, dann sollten Sie versuchen, eine 2 zu erreichen. Und nicht vergessen, es ist nicht wahr, dass diese Note später nichts zählen wird. Es ist einfach nicht wahr. Während Sie studieren,
sind diese Noten der Leistungsspiegel, den Sie bis dahin erreicht haben, das Einzige, was Sie vorweisen können. Wenn Sie irgendwo als studentische Hilfskraft arbeiten wollen, wenn Sie ein Austauschjahr machen wollen, sich dafür bewerben für ein Stipendium von der Studienstiftung oder keine Ahnung woher. Überall ist das das Einzige, was Sie haben, während Sie studieren. Und auch nach dem Studium interessiert es viele Personaler brennend, wie gut die Leute mit den Grundkompetenzen klargekommen sind, wie ehrgeizig die Leute auch sind, wenn es theoretisch um nichts geht. Ja, also seien Sie vorsichtig mit diesem Russisch-Roulette-Spiel namens 4 gewinnt. Gut, wenn jetzt hier keine Fragen spontan da sind, bei den nächsten beiden Terminen werden Sie noch ausgiebig Gelegenheiten haben, auch Fragen noch zur Klausur zu stellen. Also bereiten Sie sich idealerweise darauf vor, dass Sie dort Fragen stellen können. Wenn jetzt keine weiteren Fragen hier sind, soweit ich sehe, dann sind wir für heute durch. Ich möchte mich für die Aufmerksamkeit bedanken und wir sehen uns dann, hoffe ich, am Dienstag zum vorletzten Vorlesungstermin dieses Semesters wieder.